Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Riding Out. Ja, wir begeben uns heute auf die Suche nach den Saftmischern. Ich nehme die Folge direkt im Anschluss an die letzte Folge auf. Deshalb bitte nicht wundern, wenn ihr mir Wünsche zu den Pferden geschrieben habt. Und ich jetzt weiterhin auf Amy reite. Das wird dann in den späteren Folgen kommen, dass ich dann andere Pferde reite. So, wir sollen dem Wegpunkt folgen. Bin ich ja mal gespannt, wo wir da ankommen. Kann man den auf der Karte eigentlich sehen? Nee, nicht wirklich. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt hier rechts hochreiten. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, ich muss sagen, ich finde es einfach wirklich herrlich, die ganze Grafik. Das hat das ganze Spiel so verbessert. Ich liebe das Spiel jetzt wirklich. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich voll begeistert davon und erwarte mit Spannung die nächsten Updates. Und ja, ich hoffe, es ist dann bald soweit, dass man die Pferde trainieren kann. Das wünsche ich mir halt ziemlich stark. Dass man halt wirklich Pferdepflege noch intensiver, Pferde trainieren kann. Vielleicht schon irgendwie, ja, Turniere. Diese Turniere, finde ich, muss noch gar nicht unbedingt sein. Das kann meinetwegen gern später kommen. Aber wirklich halt, dass man die Pferde so ein bisschen trainieren kann, besser pflegen kann. Vielleicht dann noch verschiedenes Sattelzeug für Dressur eben. Ich werde mal gucken. Ah, sieht schon nach einem Dressursattel aus. Aber es vielleicht noch einen Springsattel gibt oder irgendwie so, mit dem man dann irgendwie besser reiten kann oder wo das Springen dann leichter fällt. Das fände ich halt echt cool. Suche in der Nähe des Wegpunktes. Wonach soll ich denn suchen? Fällt mir gerade so ein. Wenn wir eh gerade hier sind, Amy, hier bleiben. Amy bleibt wenigstens stehen. Frisco, der haut immer ab. Muss ich immer aufpassen. Der ist immer ganz schnell weg. Der ist auch nicht. Irgendwie mag der mich nicht. Sobald ich absteige, zack, ist er weg. Okay. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Bum, bum, bum. Ah, Holz erhalten. Ja, sehr cool. Bin ich ja mal gespannt. Wir lassen Amy mal kurz da angebunden. Ich glaube, zu Fuß sehe ich mehr als auf Amy drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt bekomme dafür. Kann man hier hoch? Nee, leider nicht. Hätte ja sein können, dass da oben irgendwas liegt. In der Nähe des Wegpunktes. Oh, ein Hirsch. Das ist ein Rehbock. Gut, das Verhalten des Hirsches ist vielleicht noch etwas unrealistisch. Also ich glaube, wenn ich auf den Hirsch zulaufen würde, würde der aufstehen und wegrennen. Ja gut, macht der jetzt auch ein bisschen langsam. Aber der hat coole Geräuschdingens. Wetten, ich habe mich gleich verlaufen und finde Amy nicht wieder. Die Frage ist halt, was ist in der Nähe des Wegpunkts? Ich finde, das hier ist ja jetzt schon nicht mehr Nähe und es wird langsam dunkel. Gute Voraussetzungen, um nach Dingen zu suchen. Hinweise auf die Saftmischer finden. Das ist ein Pilz. Oh, ich habe einen Pilz gesammelt. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ach, wie cool. Und wem gebe ich die? Sammeln wir doch mal ein bisschen Pilze. Aber hier, das ist ja direkt unter dem.
ist er jetzt über mir? Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, um das zu sehen. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, was gemeint ist, was ich jetzt finden soll. Also außer den großen Pilzen sehe ich hier halt jetzt nichts. Boah, hoffentlich kriegt man viel für die Pilze, das wäre ja cool. Ich finde die Musik ist auch so schön harmonisch. Ihr blöden Saftmischer, habt ihr keine Hinweise hinterlassen? Also ich bin gerade echt zu blöd. Ich weiß nicht, was ich finden soll. Ich sehe hier überall. Hier ist halt so viel auf dem Boden, ne? Hier blinkt irgendwas. Das ist, glaube ich, die Sonne. Es ist halt echt viel Zeugs, ne? Also. Hier sind überall Stöcke. Also ich meine mich halt zu erinnern, dass hier hinten irgendwo ein Lagerfeuer ist. Vielleicht soll ich auch das finden. Aber für mich war jetzt in der Nähe des Wegpunkts eigentlich jetzt hier. Ich hätte jetzt gedacht, auf dem Hochsitz ist irgendwas. Aber ich wüsste halt auch nicht. Nee, man kommt nicht wirklich hoch. Ach doch, ach, okay. Ich bin oben, aber es bringt mir nichts. Oder sieht man von hier was? Mäuschen, mach mal Piep. Nö, nichts. Ah, es wird heller. Es wird wieder Tag. Auch gut. Ah, vielleicht sehe ich jetzt mehr. Oh, jetzt aber meine Kopfhörer. Oh, die drücken auf die Ohren. Die haben so eine. Eigentlich sind die echt cool. Die sind eigentlich von meinem Freund. Die sind eigentlich echt cool, aber die drücken irgendwann so auf die Ohren. Ich glaube, ich habe eine komische Ohrform. Und dann tut das ein bisschen weh. Gut, Amy. Ich glaube, wir müssen das weiterreiten. Ich finde nämlich irgendwie nichts. Vielleicht sehe ich vom Pferd aus doch besser. Was ist denn da vorne? Okay, das war nur eine Pfütze. Ich dachte, hier liegt vielleicht eine zerbrochene Flasche. Also ich sehe hier halt echt nicht, was ich finden, aufheben, mitnehmen soll. Vielleicht gibt es das noch nicht in meinem Spiel. Es passiert ja doch schon das ein oder andere Mal, dass irgendwas nicht so ganz den Weg ins Spiel findet. Obwohl es das eigentlich sollte. Hier ist eben dieses Lagerfeuer, was ich meinte. Hier war nämlich Bellissimo, lief hier rum. Amy, Amy, bleibst du hier? Komm, wir binden dich hier an den Baum. Ne, schön hier stehen bleiben. Hier in der Nähe war nämlich der Bellissimo. Aha, ein Haufen. Sieht ganz danach aus, als wollte jemand diese ganzen Flaschen verpacken. Riecht nach Saft. Oh, Saft. Das könnte ein Hinweis auf die illegalen Saftmischer sein. Ich sollte eine der Flaschen für Sheriff John mitnehmen.
Flasche mitnehmen. Okay, cool. Dann war es tatsächlich. Ich habe nämlich noch gedacht, so, oder muss ich zu dem Lagerfeuer? Die Musik ist ja auch dramatisch. Die illegalen Saftmischer. Ja, ich glaube, wenn das irgendwelche Alkoholbrenner oder so wären, das wäre viel, viel schlimmer, welche Schwarzbrenner. Aber nein, hier sind es die illegalen Saftmischer. Wer weiß, was die in ihren Saft reinmischen. Ja. Ach ja, genau. Viele beschweren sich noch darüber, die Pferde würden ja so blöd animiert sein und ja, man sollte doch mal was an den Animationen ändern. Das ist auch sowas, was ich mir bitte erst in der Vollversion, in der Endversion wünsche, weil Pferde gut zu animieren, zum Beispiel durch Motion Capturing, ist sau teuer. Das können die sich im Moment noch nicht leisten und alles andere, finde ich, wäre vergebenem Liebesmüh. Also wenn die sich jetzt daran setzen würden und sagen würden, okay gut, wir animieren jetzt ganz aufwendig die Pferde, damit die perfekt laufen. Besser als mit Motion Capturing wird man es, glaube ich, nicht hinbekommen. Und dann würde ich halt echt empfehlen, das einfach quasi so spät wie möglich zu machen, wenn so viel wie möglich Geld da ist, um es halt so gut wie möglich hinzubekommen. Also das finde ich halt wichtig. Das, also da kann ich gerne ganz lange drauf verzichten und echt erst in der Vollversion dann mit ins Spiel zu nehmen, weil ich finde, das ist einfach was, das muss. Also das ist halt was Wichtiges und das muss halt, da muss man viel Geld reinstecken und das wird wahrscheinlich erst kurz vor Veröffentlichung des Spiels soweit sein, sage ich mal. Ich finde die Animationen auch vollkommen in Ordnung. Also da kenne ich Spiele, viel, viel schlimmere Spiele. Also daran würde ich jetzt nicht rummeckern. Hast du schon Hinweise auf die illegalen Saftmischer gefunden? Ja, hier. Grandios. Und diese Flaschen lagen im Wald herum. Ich werde mich gleich auf die Suche nach dem Unterschlupf machen. Vielen Dank. Hier hast du 312 Goldmünzen. Oh, danke schön und viel Glück. Ja, das ist ja echt cool. Ja, Amy freut sich auch. Heißt wieder Mörchen, ne? Ja, Amy weiß, wie der Hase läuft. Was mache ich jetzt mit den Pilzen? Wem kann ich die blöden Pilze andrehen? Vielleicht dem da. Vielleicht kommt hier noch irgendein Quest, wo ich Pilze sammeln muss. Francis, hallo, ich bin Francis. Mir gehört dieser Laden hier. Sieh dich doch ein wenig in den Regalen um. Ich verkaufe Samen. Kann ich hier auch etwas verkaufen? Sehr gerne sogar. Ich kaufe eigentlich so ziemlich alles an Gütern. Pack einfach alles, was du gerne verkaufen möchtest, in die Truhe hier in meinem Laden und ich werde dich dafür entlohnen. Danke, bis später. Ja, dann schauen wir doch mal. Wert 24. Was? Kann für diverse Rezepte verwendet werden. Ungiftig. Ah. Ach, Holz ist Wert 18? Vor 116 Goldmünzen, immerhin. Ja. Samen verkauft er. Was haben wir denn? Birnensamen? Ich lese Hafersamen. Apfelsamen. Oh, Apfelsamen. Das wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Salatsamen. Oh. Okay, also Felder werden wir auch anbauen demnächst. Oh, es ist wieder Nacht. Aber nicht heute. Auf geht's, Amy. Wir machen uns mal hier so ein bisschen in die Richtung rechts auf. Beziehungsweise ich möchte erst einmal gucken, ob vielleicht hier in dem Haus irgendjemand wohnt. Der vielleicht irgendwie eine Quest für uns hat. Gemütlich, gemütlich. Aber ich glaube, hier wohnt keiner. Okay. Dann wieder zurück. Huch. Huch. Oh, jetzt mache ich mich ein bisschen blöd. Ah, doch geht. Okay. Glück gehabt. Ja. Also Amy wird schon mal kein Springpferd.
Ja, genau. Also die Animationen, wie gesagt, wäre noch so mit das Letzte, was ich finde, was neu was ins Spiel kommen sollte. Auch eins der letzten Sachen, genauso wie die Zucht. Beides Sachen, wo ich, also ich freue mich da tierisch drauf. Es ist nicht so, dass ich das nicht haben möchte, aber ich möchte einfach, dass es gut und sinnvoll ist. Und das wird es, glaube ich, erst zu einem späteren Zeitpunkt sein. Wie gesagt, bei der Zucht, ja, was bringt es mir, wenn ich jetzt Pferde züchte? Wir haben nicht so viele Farben. Da müssen halt deutlich mehr Fellfarben ins Spiel, um das Züchten auch irgendwie realistisch zu machen. Die Frage ist, wie realistisch macht man die Zucht? Könnte man ja sehr realistisch machen, dass halt auch wirklich die Farben so vererbt werden, wie es halt auch in der normalen Natur ist. Dass die Grundfarbe eben ein Fuchs ist, dann gibt es Genträger, die ein schwarzes Gen tragen. Wenn die mit einem Fuchs kombiniert werden, dann gibt es eben entweder braune oder Rappen und so weiter. Also ich habe mich halt dadurch, dass ich in Sims ja, versucht habe, möglichst realistische Vererbung zu machen, doch einiges, also doch relativ ausführlich mit Farbvererbung auch auseinandergesetzt, was eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, nicht schwer ist. Man muss es halt nur noch verstanden haben. Und es ist halt die Frage, wie realistisch wollen Sie es machen? Umso realistischer Sie es machen, umso aufwendiger wird es, umso mehr Fellfarben braucht man. Auch Abzeichen. Gut, mit Abzeichenvererbung habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, halt nur also wie die halt die komplette Fellfarbe halt vererbt wird, wie das mit den Abzeichen ist, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Regeln gibt. Also bei Scheckungen schon, aber die sind auch noch mal sehr kompliziert. Also ich habe mich hauptsächlich so mit den Grundfarben beschäftigt. Ja, wie gesagt, also das ist was, wo ich echt sage, es soll ans Ende, weil wenn wir jetzt züchten, was bringt mir das zu züchten? Dann habe ich irgendwann 20 Pferde. Ja, und dann habe ich 20 Pferde. Aber was soll ich mit denen anfangen? Also, ne? So viele, die sagen, oh, ich will die Zucht, ich will die Zucht. Wo ich mir immer denke, Leute, warum? Was wollt ihr denn da mit den ganzen Pferden machen? Man kann sie nicht trainieren, sie kosten nur Geld, weil man halt sie füttern muss. Ja. Also, ich weiß nicht. Versteht mich nicht falsch, ich kann es verstehen, dass ihr euch das wünscht. Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir schon lange ein Spiel, ein Pferdespiel, wo man vernünftig züchten und realistisch züchten kann. Und dass man eben, wenn man Pferde hat, die besonders gut im Springen sind, zwei, und die verpaart man miteinander, dass da dann ein gutes Springpferd rauskommt. Also so ein realistisches Spiel wünsche ich mir halt schon ganz, ganz lange. Und ich hoffe, es wird so realistisch sein. Ich hoffe es wirklich. Aber dafür müssen einfach erst andere Sachen ins Spiel kommen. Ja, genau. Was ich noch fürs nächste Update, hatte ich ja schon mal gesagt, fürs nächste Update wünsche ich mir erweiterte Pferdepflege und Training von Pferden und dann vielleicht auch den Charakter, dass man den ein bisschen verändern kann, vielleicht eine andere Haarfarbe, eine andere Augenfarbe, Klamotten vielleicht ein bisschen verändern, dass man Klamotten vielleicht auch schon kaufen und wechseln kann. Dass man vielleicht die Haare sich abschneiden kann oder die zu einem Pferdeschwanz. Also es muss nicht so viel sein, nur so ein paar Kleinigkeiten, um den Charakter vielleicht ein bisschen individueller zu gestalten. Hallo Karl. Hey, ich bin Karl. Ich war hier mal zuständig für die Telegraphen. Leider hat ein Steinrutsch hier alles verschüttet. Es gibt keine Telegraphen mehr und auch keinen Durchgang. Hallo, ich bin Sam Willow. Was ist denn hinter den ganzen Bergen? Dahinter ist die Wüste. Leider kommt man dort nicht mehr hin. Wir haben keinen Kontakt mehr auf die andere Seite. Wer weiß, vielleicht lebt dort heutzutage niemand mehr. Okay. Gibt es denn keine Möglichkeiten, durchzukommen? Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es mal wieder einen Steinrutsch, der einen neuen Weg freilegt. Wir müssen einfach warten. Hoffentlich. Jo, hat jetzt viel gebracht? Können wir hier reingucken? Schade, ich dachte, vielleicht können wir bei dem mal in seinen Schrank spinksen. Leider nicht. Oh, wir nehmen auch schon wieder 19 Minuten auf. Das ist ja schon wieder richtig lange. Ich glaube, da mache ich einen Cut. Klock. Ja, jetzt ist es schon mal dunkler. ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich weiß, wir kommen im Moment irgendwie nicht wirklich weiter. Und ich labere die ganze Zeit nur, was ich mir wünsche, was ich mir nicht wünsche. Und ja, labere euch da ein bisschen zu, aber.
Ja, leider gibt es im Moment nicht so viel zu machen. Die Quests muss man halt auch suchen. Und ich weiß leider nicht, wo die Quests sind. Ich habe halt nur im Kopf so ein paar Stellen, wo ich mal was gesehen habe, wo halt mal ein Haus steht, wo man mal reingehen kann. Oder wo halt mal so ein Typ rumsteht. Aber ich weiß halt nicht, ob man die ansprechen kann, weil ich habe die bisher noch nicht angesprochen, weil ich halt mir dachte, nee, das hebe ich mir immer fürs Let's Play auf. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wen ich jetzt überhaupt ansprechen kann und wen nicht. Naja, also ich habe noch zwei Orte, wo ich mit euch hin will, im nächsten Part. Und danach geht's auf jeden Fall schon mal los mit dem Stallbau. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Im nächsten ist es hoffentlich auch wieder Tag. Sehen wir ein bisschen mehr. Ja, dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!